Und damit herzlich willkommen zurück zu der Bonus, dem Bonus-Mini-Let's Play, sag ich jetzt mal. Nach dem großen Finale von Dark Souls, was wundervoll war. Ist das jetzt hier der Bonus-Part Nummer 1? Denn ich habe gesehen, ich habe ein komplettes Secret-Gebiet vergessen. Eine Secret Area. Inklusive Boss natürlich. Klar, ich habe mich jetzt gespoilert, wie der Boss aussieht und wie das Gebiet aussieht. Aber ansonsten habe ich mich dann nicht gespoilert. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach dann an. Um dieses Gebiet zu erreichen, müssen wir hier hin. Das ist nämlich der Irithyll-Kerker, glaube ich, hieß es. Ich weiß es gerade nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, also es ist auf jeden Fall der Kerker. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Und um dieses Gebiet zu erreichen, müssen wir gegen Okairos kämpfen und dann dahinter eine Geste einsammeln. Passt auf. Und zwar, ich werde mal die wechseln. Da, Pfad des Drachen. So, die brauchen wir. Und dann müssen wir uns genau hier neben dieser Drachenstatue hinsetzen. Und dann wird eine Sequenz getriggert. Also, wir werden es jetzt machen. Das letzte Gebiet vom großartigen Dark Souls 3. Los geht's. Ich bin gespannt. Es hat geklappt. Sind wir gerade eingeschlafen? Kann das sein? Das sah so aus, als wenn wir eingeschlafen wären. Wir werden sehen. Ich habe mich nicht viel spoilern lassen, wie gesagt, nur den Boss als Bild gesehen. Und what the fuck? Okay, wir sind einfach jetzt mal hier so gelandet. Gut. Es ist natürlich auch derselbe Charakter, wie ich schon in mein Let's Play Charakter genommen habe. Ist klar, ich habe nicht das New Game Plus genommen, das wisst ihr ja. Das werde ich erst machen, wenn ich alle DLCs gespielt habe. Dann werde ich New Game Plus 2 machen. Und dann geht's richtig los mit dem Charakter hier. Dann werde ich ein bisschen umskillen. Allgemein werde ich ihn umskillen. Ihr seht wahrscheinlich schon oben, meine Magieleiste ist weg. Das liegt daran, dass ich. Oh, da kommt was. Das liegt daran, dass ich, Erzdrachengipfel, alles klar. Oh shit. Ah, Erzdrachengipfel habe ich jetzt als Trophäe bekommen. Krass. Ihr seht's ja. Ach, große Titanitscherben. Und diese Viecher hier. Das ist interessant, weil diese Viecher, da hatten wir doch auch, als wir diese Geste gesammelt haben, nach dem Boss Okairos, hatten wir doch auch so ein Vieh als Gegner gehabt. Der hat anscheinend diese Geste, ich sag jetzt mal, beschützt. Das ist wirklich sehr lobenswert, wie sehr sie doch hier ihr Gebiet verteidigen wollen. Oh! Heimatknochen brauche ich ja nicht, ihr wisst ja ganz genau, dass ich diese komische Scherbe habe. So, falls ihr das gerade gehört habt, hier kam gerade jemand rein. Ja, wir haben Besuch. Ich habe Besuch. Eigentlich. What the fuck, was war das gerade? Und nein, Jay ist übrigens nicht mehr hier. Und meine Frau ist auch nicht hier. Autsch. Aber der Besuch war gerade kurz hier. Titanitbrocken brauchen wir auch nicht mehr. Schön. Naja. Ich habe ja extra so ein rotes Licht quasi dran. Damit man eigentlich weiß, dass man nicht reinkommen soll, wenn ein Leuchtfeuer da ist. Oh mein Gott. Aber manche wissen das anscheinend noch nicht. So mancher Besuch. So, 38.000.
58 meine ich. Okay, zahlenblind bin ich jetzt auch schon. 58.000 Seelen ist noch kein Level-Up nötig. Oh, die sind ja wieder hier, stimmt ja. So, ganz langsam. Also ich werde wahrscheinlich, wenn ich irgendwann das DSC spiele, werde ich wahrscheinlich mit einem anderen Schwert spielen. Denke ich mal. Weil dieses Lothric-Schwert, was ihr ja schon gesehen habt, das ist schon fast so stark wie jetzt mein +10-Schwert und es gab mal +4. Also wird das auf jeden Fall gelevelt. Weil das ist geil, das Schwert. Oh, guck mal, das ist ein Dicker. Sind das eigentlich jetzt wirklich Drachen oder nicht? Bro, das hat wehgetan, das weißt du schon, ne? Autsch. Du kleiner Arsch. Oh, den kann ich also nicht stunnen. Okay, hab ich gecheckt. Doch, kann ich. Nach ein paar Schlägen. Sind das wirklich Drachen? Sieht ja ein bisschen komisch aus. Ich guck mal kurz, ob alles synchron läuft. Ja, doch. Müsste eigentlich alles synchron laufen. Falls nicht, dann dürfte es sich nur um ein paar Millisekunden verzögern. Aber eigentlich. Mann! Lass mich durch. Eigentlich dürfte sich das nicht verzögern. Gibt es hier unten noch was? Nö. Ich weiß nicht, wie viele Bonusparts es geben wird. Ich werde halt das Gebiet hier machen. Versuche ich komplett zu machen. Und den Boss natürlich. Und dann wäre es das auch schon. Ich komme mir vor wie in so ein Dojo-Tempel hier. Oh, guck mal. Oh, schickes Schwert. Oh, schicker Drache. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Was? Alter Lindwurm? Das ist ein Boss? Es gibt doch einen Drachen als Boss. Okay, da macht das so gar keinen Schaden. Ja, was steht denn hier? Was steht denn hier? Was steht denn hier? Sturzangriff. Wie soll ich denn das machen mit dem Sturzangriff? Hilfe! Sturzangriff. Alter, wie denn? Ich kann aber noch woanders hin. Das ist ein interessanter Boss, wo man noch so. Alter, was ist hier los, ey? Lass mich mal in Ruhe. Alter, hallo. Geht's noch? Er stirbt nur, ey. Habt ihr verdient, ihr Arschlöcher. Ich lasse die Gegenstände erstmal Gegenstände sein. Krass, ein Boss, wo man mal weiterlaufen muss. Das gibt es so gut wie gar nicht bei Dark Souls. Das ist höchst interessant. Ich dachte, es gibt nur einen Boss. Ist das etwa schon der letzte Boss? Ist das dann das ganze Gebiet? Nein, oder? Das glaube ich nicht. Dann hätten wir das jetzt vielleicht sogar schon ein Part geschafft. Wir werden schauen. Ich habe nur 5 Millionen. Das ist so geil. Aha. Mann, ihr hässlichen Viecher. Ihr seid wirklich hässlich. Mann, ey. So, was ist hier jetzt der Fall? Versucht Sturzangriff. Bin ich etwa online oder was? Alter Lindwurm. Jawohl. Du kleiner Wichser, ey. Das sind echt Drachen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid.
Sowas gibt mir das hier. Titanitbrocken, das brauche ich alles nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ich für den Boss jetzt wirklich mich da durchkämpfen muss, oder? Alter, dieses Gebiet geht mir jetzt schon voll. Nein, nicht auf den Sack, aber. Es ist halt nichts für schwache Nerven hier. Mann. Okay, alles klar. Ich verstehe den Boss noch nicht so ganz. Ich weiß auf jeden Fall nur, ich muss irgendwie einen Sturzangriff machen. Und ich frage mich, warum bin ich eigentlich online? Ich bin eigentlich bin ich offline. So, ich muss mal ganz kurz. So. Also dieses ganze Gebiet da oben ist einfach nur eine Boss-Area. Das ist kranker Scheiß. Da oben ist ein Gegenstand. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Dann werde ich mir den jetzt mal holen gehen. Da ist ja auch noch ein Weg. Okay. Habe ich wohl alles ein bisschen verpeilt. Großschild des uralten Drachen. Okay. Danke, dass ich jetzt endlich mal lesen darf. Hier kann man auf jeden Fall Titanitbrocken farmen, das ist schon mal interessant. Dieser Holzschild trägt das Bild eines alten Drachen und stellt sehr langsam TP wieder her. Das exquisite Bild entstand in mühevoller Arbeit. Die Schlangenmenschen besitzen als Nachfahren der alten Drachen noch eine Spur ihrer Unsterblichkeit, sind aber tief in Ungnade gefallen. Waffenfertigkeit, ja, das wissen wir ja, was es ist. Gehen wir mal erstmal hier lang. Mal gucken, was hier so ist. Das sind also doch keine Drachen, sondern Schlangenmenschen. Blitzklauenring. Ist das der Drache? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Blitzklauenring ist auch neu, oder? Ja, da ist er. Ja, okay, gut, ist genau dasselbe, nur dass es erhöht Blitzangriffe auf Kosten der Schadenminderung. Mehr ist das jetzt auch nicht. So, dann jetzt nochmal gleich gucken, ob es synchron ist. Und zwar genau hier. Ja, dürfte eigentlich. Was ist eigentlich mit der Glocke hier? Gar nichts. Okay, das wäre jetzt dumm von mir. Das auch. Echt aufpassen jetzt, meine 85.000 Seelen. Das ist kein Spaß dann mehr. Man stirbt jetzt endlich. So, dankeschön. Ich darf nicht sterben. Das ist einfach gerade das Wichtigste, nicht drauf zu gehen. Ich habe zwar anvisiert, aber okay. Das Spiel wollte nicht. So was die droppen, ist mir jetzt sowas von scheißegal. Meine Seelen sind natürlich da oben. Was auch sonst, ey. So, der ist auch weg.
20.000 schon wieder, ey. Heilige Scheiße. So, 107.000. Okay, der kommt nicht. Gut, dann gehe ich jetzt einfach weiter. Holy shit. Was? Ich hab doch geblockt, du Arsch. Alter. Bist du ein ätzender Gegner, ey. Ja, das kannst du meinetwegen machen. Das ist wirklich sehr schön. Alter, der hat mich nicht mal getroffen. So, geht drauf, Mann. Oh, meine Fresse, ey. 6 Fiolen. Hallo, oh Gott. Heiß, heiß, heiß. Hä, hey, Moment, hier ist Ende? Da kann ich nicht durch, ne? Nee. Ich muss aber hier hoch, glaube ich. Ich muss den Weg hier gehen. Bin ich der Meinung. Schwäche, Kopf. Oh mein Gott, der ist tot. Ach du Scheiße! Ach du heiliger Kack! Erbe des Feuers zerstört! Wie geil war das denn? Nein, hallo, 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 hallo. Ich wollte noch, ja. Ich wollte mich da einfach noch, eigentlich noch umgucken. Blut wiederhergestellt. Drachenkopfstein. Hä? Das ist alles sehr, 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 sehr suspekt. Alter Lindwurm. Holy fuck. Das war ein interessanter Boss. Das hat mich so ein bisschen an Shadow of the Colossus erinnert. Du hast keine Chance, gegen ihn zu kämpfen, außer einen Schwachpunkt. Und das war der. Das war geil. Das hat Spaß gemacht, wirklich. Der Kampf war nicht fordernd, der Weg halt. Das ist es. Und das hat diesen Kampf so besonders gemacht. Der Weg. Das ist wie mit Yorm, mit dem Schwert. Eigentlich hätten sie nur so eine Bosse machen können, die alle so unterschiedlich sind, wo man unterschiedliche Sachen braucht, ein bisschen nachdenken muss. Das ist, was dieses Spiel so ausmacht, finde ich. Und das ist einfach nur geil. So, ich habe ja noch meine geilen Seelen, die habe ich natürlich nicht irgendwie benutzt. Und guck mal, wir haben keine alte Lindwurmseele bekommen. Wir haben stattdessen Drachenkopfstein bekommen. Wo auch immer der jetzt ist. Hier? Nee. Oder habe ich den hier übersehen? Da ist er tatsächlich.
Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein, Teil des Geheimrituals des Drachenglaubens. Du hältst einen Drachenkopf und verströmst Drachenhauch, kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Diejenigen, die den Pfad des Drachen beschreiten, streben nach der perfekten Imitation. Dieses Ritual stellt nur einen der Schritte dar. Ah, ich kann also vielleicht zum Drachen werden, oder was? Das wäre geil. Das wäre wirklich gut. Ich werde mal mehr auf Kondition jetzt. Nee, auf Belastbarkeit. Umso mehr Belastbarkeit, desto schwere Rüstung kann ich tragen. Wisst ihr ja wahrscheinlich. Dann gehen wir jetzt mal zum Drachenmausoleum. Ich glaube, ich habe nämlich so eine leise Vorahnung. Wir müssen jetzt mehrere von diesen alten Lindwürmern auf diese Art und Weise töten. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil, wenn ihr mich fragt. Oder ich irre mich einfach auch nur. Und jetzt kommt dann wirklich der richtige Boss. Weil ich habe ja auf dem Bild gesehen, das war der nicht. Das war der nicht. Aber auf jeden Fall ein geiler Boss. War witzig. Aber ob ich den jetzt richtigen Boss anerkenne. Also wenn dieser alte Lindwurm nochmal vorkommt, dann erkenne ich ihn auf jeden Fall nicht als... Oh, wer bist du denn? Der ist auf jeden Fall tot. Drakenblut, Großschwert. Okay. Ach, jetzt sind wir wieder hier, ja? Das ist ja interessant. Da kann man auch noch hin. Ja, ich werde mir Zeit lassen. Auch jetzt für diese Bonusfolgen werde ich mir Zeit lassen. Ich werde jetzt hier nicht durchrushen. Ich hab genug Zeit. So ist das jetzt hier nicht. Da hinten ist noch ein Gegenstand. Den werden wir uns jetzt erstmal holen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Brücke auch noch ein Kampf abgehen wird. Funke-Titanit, okay. Ach ja, ich habe ein Drakenblut-Großschwert erlangt. Großschwerter sind schon hier. Da ist es ja auch schon. Das Großschwert eines Ritterordens, der das Drachenblut verehrte und was? Und in dessen Klinge Symbole des Drachenbluts eingraviert sind. Es verursacht Magie und Blitzschaden. Oh. Das ist interessant, tatsächlich. Okay, könnte man sich auf jeden Fall, glaube ich, mal merken. Also für einen Zweihandspieler ist das auf jeden Fall ganz schön gut. So, hier runter kann man ja auch noch. Naja, da runter. So, dann gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Eigentlich haben wir da noch nicht die ganzen Sachen eingesammelt. Das werde ich auch gleich mal tun. Also hier kommt man einfach nur so zurück. Und verliert extrem viel Leben. Okay, das ist jetzt nicht so cool. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier alles nochmal ein bisschen durchforsten. Hier geht's ja auch lang, guck mal. Oh mein Gott, hier gibt's auch noch Sachen. Eine Glut? Eine Glut? Und lass mich gerade noch eine Glut. Nee, Seiljauche-Küchelein. Ih, Scheiße am Seil. Oh, muss ich das vorlesen? Ja gut, komm. Das ist der erste Gegenstand, bei dem ich mich frage, ob das Vorlesen wirklich Sinn macht. Aber ja, entstanden aus einem langen Pflanzenstängel, der nicht richtig verdaut wurde. Uah. Nach hinten auf Feinde werfen steigert die Toxizität von Feinden, aber auch die eigene. Genau genommen besteht dies aus anderen Materialien als aus Jaucheküchlein, aber Abfall ist Abfall. Haarspalterei ist in diesem Fall unnötig. Das denke ich mir auch gerade. Und ich muss verdammt nochmal hart auf Klo. Aber das werde ich gleich tun. Gleich ist ja die Folge eh vorbei. Große Seele. Na, guck mal, jetzt sammeln wir wieder ein paar Seelen ein. Der Gegner ist am leichtesten. Wenn er einen Schlag setzt, dann... Hallo? Ich konnte mich nicht mal wehren. Alter, jetzt hier nicht sterben, ja. Komm, stirb, Alter. Geh nicht auf den Sack. Da ist auch noch ein Gegenstand. Blitzurne, okay. Interessantes Gebiet. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
ob das Gebiet lange wird oder eher nicht. Also bisher sieht es so aus, als wenn es nicht lange gehen wird. Oder es geht länger, als man halt denkt. Eins von beiden. Titanitbrocken, das brauche ich auf jeden Fall für meine nächsten Waffen. Oh, hier geht es auch noch runter. Guck mal. Alter, hier kann man ja echt geil viele Titanite sammeln. Das ist wirklich sehr gut. Das ist das einzige Gebiet. Aber teilweise sind das auch immer die Drachengebiete. Bei Dark Souls 2 war dieses Drachengebiet, wo man ja auch hin muss zum uralten Drachen beispielsweise, der richtig hart ist. Komm, geh mir nicht auf den Sack, ey. Da war das ja auch so, dass da die Drachen die ganzen Brocken dann auf einmal gedroppt haben und alles. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und wer weiß, vielleicht brauche ich den noch für die DLCs, wenn ich irgendeine andere Waffe testen will. Kann man hier auf jeden Fall einiges farmen. Ich habe schon wieder 32.000, das ist nicht mehr normal. Das ist ganz und gar nicht normal. Wie viel man hier kriegt. Scheiße. Da hätte ich auch gerade gedacht, mache ich mal einen schweren Angriff. Aber ich denke mir einfach so, stirb. So, hier ist jetzt der letzte Gegner, glaube ich, den ich jetzt erstmal machen werde. So. Ja, ich werde dann jetzt gleich erstmal auf Klo gehen. Also, bis zum nächsten Part von Let's Play. Ah, ne, Let's Play, ja, genau. Naja, ist ja eigentlich Let's Play, aber ne, ich werde das ja nicht mehr schreiben. Bis zum nächsten Part vom Bonus. Ja, Bonus. Let's Play von Dark Souls 3. Haut rein, bis dann und ciao.